Willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. So, zwischendurch kam jetzt die letzten Tage mal keine Folge. Das ist darauf zurückzuführen, dass ich erkältet bin. Ein wenig. Aber es ist schon um einiges besser, deswegen mal gucken, wie lange meine Stimme heute mitmacht, nicht wahr? Wir sollen zum Archiv gehen, was wir natürlich dabei haben. Now we have two maps. We must combine them properly. Okay. Ach, mal hier. Sieh mal einer an. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Okay. Und das sagt uns jetzt nämlich, zack. Ja, was sagt uns das denn? Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham, das zum Steinbruch führt. Untersuchen Sie das Nebengleis, das bei der Eisenbahnweiche beginnt. Okay. Auf zur Eisenbahnweiche. Warum auch nicht? Können wir schon irgendwas herleiten? Nee, ne? Geschwollenes Schienenstück, Teile einer... Ah, warte mal. Ha! Ha, ha, ha! Der Zugang... Dazu kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus einer Draisine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield bestand. Das ist korrekt. Gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Fortfahren? Jawoll! Jarr! So. Ach, sieh mal einer an. Da geht's nach Chesterfield. Und da geht's nach Bridlington. Und wo geht's hier hin? Zu den Minen. Aha. Mines. This is interesting. Ja, ich würde jetzt gern zu den... Was? Ich kann nicht zu den Minen, oder was? Das, erschreckt mich ein wenig. I'm always wondering, ja. Den Wegweiser habe ich doch schon untersucht. Ich kann jetzt trotzdem nicht... The switch is rusted, but it still works. Aha! Und er biegt ab. Tada! It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Dann sollten wir uns dort mal umsehen, würde ich sagen. Hey, was soll das? Hey. So. Auf zu den Minen! Mein guter Watson, es geht los. Oh, jetzt sieht man auch tatsächlich Watson. Das wollte ich nicht. Untersuchen Sie die Minen und finden Sie heraus, ob man dort den Zug hätte verstecken können. Ja, das machen wir. Da kennen wir doch nicht. Nicht kennen wir da. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Ja, sie scheinen verlassen zu sein. Mein guter Watson, das heißt noch nichts. Mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Steinhaufen.
Eingestürzte Mine. Steinhaufen. Päckchen. Päckchen. Hmm. This is an unusual kind of paper. Stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Ja, das ist eine gute Idee. Tada! Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Oh, bitte lass Watson das alleine machen. Nein. Dann ziehen wir mal. Ja, fette Ego-Shooter-Skills. Dynamite. Also geht so. Dynamite. Spuren auf dem Boden. Fehlende Schienen. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Okay. Jetzt wissen wir ja schon eine Menge. Naja, also dann ist es doch hier... Nein, ich sag jetzt nicht einfach schon vorher, dass es klar ist, aber ich gehe davon aus, dass der Zug in die Mine gefahren ist und dann in die Luft gejagt wurde. Also die Mine. This is the cabin for the mine's security personnel. Dann gucken wir uns hier doch mal um. Ein Metallkasten, yay! Wahrscheinlich mit einem super coolen Schloss. This box must be the safe. Let's open it. Natürlich machen wir das. So. So, auch wieder eine Menge hier, ne? Wir drehen hier mal kurz alle, ja? So. Okay, versuchen wir es mal so rum. Nein. Ja. Dann lassen wir das auch mal so. Muss hier nicht auch irgendwas kommen? Sei denn. So. Nein, hier müsste doch auch irgendwo was lang gehen. Also theoretisch. Theoretisch haben wir es.
Naja, okay. Theoretisch haben wir es aber anscheinend nicht, noch nicht so ganz. So. Okay, irgendwas stimmt hier noch nicht. Die Frage ist bloß, was stimmt hier noch nicht? Das muss ja richtig sein. Genauso wie... Was ist hier los? So. Eieieiei. Ich merke quasi schon, wie schlecht ich darin bin. Das ist ein bisschen traurig. Aber halt wirklich nur ein bisschen traurig. Okay. Dann haben wir. Hey, wir haben es doch. Das ist doch schon die Lösung hier. Oder nicht? Yes! Eieiei. Okay, das hat ein bisschen länger gedauert. Das tut mir auch, nicht leid, nee. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Oh, perhaps. Die Schlossrätsel geben mir ein bisschen auf den Sack, okay? So, neue Sicherheitshinweise an das gesamte WEA Coal Sicherheitspersonal. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcazas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter der des Caracal-Konsortiums mehr die Anlage betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um. Geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Okay. Schön. Noch was hier drin? Mehr über die WEA Coal herausfinden. Was haben wir denn hier für eine Tür? Naja. Nicht von großem Interesse.
Irgendwas von kleinem Interesse. Überhaupt irgendwas, was interessiert. Nö, anscheinend nicht. Habe ich hier schon alles gefunden, was man finden kann, oder was? Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Wenn ich ehrlich bin. Verwenden Sie einen Telegrafen, um mehr über die Firma W.E.A. Cole herauszufinden. Erstmal werden wir jetzt noch das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham untersuchen, würde ich sagen. Da. Also müssen wir da zum Bahnhof, nicht wahr? Korrekt, das habt ihr richtig erkannt. Yay! So. Öffnen wir mal die Herleitung. Vielleicht haben wir schon wieder was. Die Mine ist eingestürzt und die Mine wurde gesprengt. Tada! Na, was haben wir jetzt? Der Zug versteckt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Sabotage. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsätzlich zum Einsturz bringen. Das wissen wir noch nicht. Dazu können wir uns noch nicht äußern. Schienen zu den Minen fehlen und gestohlene Schienenstücke. So. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in die Mine zu ersetzen. Das klingt auf jeden Fall logisch. Haben wir noch irgendwas? Okay, anscheinend noch nicht. Noch nicht. Fortfahren. Doncaster Train Station. Aha. Ein südamerikanischer Freund. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Ja, wo ist er hin? Stimmt doch was. Ah. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Natürlich musst du das, mein Freund. Natürlich musst du das. Ach, den kann ich auch bewegen. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Ha! A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Peppermint. Ricardo, you already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Okay. Asche! Ole ole! Verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Ach Mensch, immer dasselbe. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old.
That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Okay. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ja. Das war's? Das war's? Soll es das gewesen sein? Für diese Folge auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.